Wir haben David Müller bei mir. Ich gratuliere dich ganz herzlich zum Sieg. Dein Kommentar zum heutigen Spiel? Ja, es war ein hart umkämpfter Match gewesen. Und ich muss sagen, wenn man die Match vergleicht den letzten paar Wochen, ist das sicher der härteste Match gewesen. Es war hohes Tempo gewesen, von beiden Seiten aus. Aber das haben wir gewusst, als wir hier sind. Der Rappi ist eine tolle Mannschaft, sie sind nicht umsonst erster Platz. Und ich glaube, wir haben es aber nicht schlecht gehabt. Wir haben uns vorgenommen, sie in ein Spiel schwierig zu machen. Und wir haben zwei Drittel das gut geklappt. Nachher sind sie ein bisschen besser gekommen, aber wir haben Charakter gezeigt und haben nachher wieder ausgleichen. Darum würde ich sagen, es war eine gute Teamleistung von uns und von ihnen natürlich. Im Penalty haben sie souverän gewonnen. Trotzdem, vielleicht, was habt ihr bei euch besser gemacht als Rappi, obwohl es nachher 2-2 war? Aber wieso hat Rappi nicht können, den Match gewinnen? Was denkst du? Ja, es ist eine schwierige Frage. Ich würde sagen, wie gesagt, wir haben uns in der Garderobe besprochen. Wir haben wirklich die letzten 5%, die noch gefehlt haben für den Sieg, haben wir mehr wollen als sie, sage ich jetzt mal. Aber es ist nach so einem Spiel schon schwierig zu sagen. Ich glaube, wir haben einfach wirklich defensiv gut geschafft und auf unsere Chancen gewartet. Und sicher, nach dem 2-1 haben wir uns nicht unterkriegen lassen. Und darum ist das, ja, würde ich sagen, es ist wahrscheinlich an dem gelegen, dass wir einfach zurückgekommen sind und Charakter gezeigt haben. Und nachher Penalty schiessen ist halt ja, Lotterie, sagen wir es mal so. Wir haben es zwar souverän gewonnen, aber eben, es könnte auch in die andere Richtung gehen. Danke, herzlichen Dank. Schöne Festtage.